Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Kart. Wir verlieren keine Zeit und gehen den 150er Hubraum wieder zurück und spielen heute mit Donkey Kong Jr. Ich habe den Goldpokal vom letzten Mal noch nachgeholt. Übrigens sind das jetzt Marios Büsten, die ganzen Pokale. Und wir gehen in Flower Cup mit DK Jr. Ich hoffe, er ist besser als Bowser, weil Bowser hat mir im letzten Part überhaupt nicht gefallen. Ich glaube auch, so ähnlich wird DK heute sein. Oh ja, der startet genauso scheiße. Bowser und DK, bzw. Donkey Kong Jr. nehmen sich also nicht viel. Wow. Als ob ich jetzt nur eine Banane kriege. Als Achter mit DK. Es ist zwar sein Item, was er sonst immer kriegt, aber das gefällt mir absolut nicht, wie es hier gerade schon läuft. Egal. Geil, danke für Schrumpfen, Peach. Dafür kriegst du eine Rote ab, hoffentlich. Oder auch nicht. Die Rote hat sich einfach verpisst. Cool. Die Roten sind in diesem Spiel richtig, richtig dumm. Naja, gut. Dann gehen wir halt in Runde 3 und hoffen, dass wir jetzt ein gutes Item kriegen. Blitz wäre jetzt sehr, sehr geil. Vor allem, ich bin ja auch 2 Runden klein, ne? Also gefühlt 2 Runden bin ich klein. Ich bin so dumm und fahr wieder auf dem Gras. Egal. Donkey Kong Jr. hatte 2 Konkurrenten, das ist einmal Mario und einmal Toad, so wie ich es gerade sehe auf dem Dings. Obwohl, kann nicht sein. Warte. Irgendwas kann nicht stimmen. Nee, Toad und Bowser hat er doch gehabt. Genau, Toad und Bowser. Mario ist fast nur umrundet worden. Ach, komm. Als ob DK Jr. es nicht schafft, hier irgendwie was zu machen. Toad ist auf jeden Fall durch und ich werde auf jeden Fall Vierter. Cool. Damit kann ich mir, glaube ich, den goldenen Pokal schon abreißen. Das Ding gewinnen wir, denke ich mal, nicht. Obwohl, es gibt ja noch vier Rennen. Aber ob ich da Erste werde, ist die andere Frage. Ich gehe man zwar nicht davon aus, aber naja, was soll's. Gut, gehen wir weiter in Kurs 2. Runde 2 mit DK Junior. Wir sind wieder im Geistertal. So eine wunderschöne Strecke. Ich krieg natürlich erstmal mitten auf dem... Ach, ich will jetzt ein zweites sagen. Aber naja, DK Junior ist ja nun ein schwerer Kack, genauso wie Bowser, deswegen habe ich Angst bei ihm mit dem Fahren. Denn ich glaube nämlich, dass ich hier absolut rein joken werde mit ihm. Also, super, der Blitz hat mir gar nichts gebracht. Ich werde auf jeden Fall mit ihm verlieren. Trotzdem werde ich euch die Siegensammel jetzt zum zeigen. Das heißt, ich werde im 150er Hubraum nochmal, Junge, DK Junior fahren. Um eben. Ben, ich möchte gerne Partner starten, ne, im Übrigen. Um euch die Siegesanimation von ihm zu zeigen. Ich bin so weit abgeschlagen, das kann ich definitiv nicht gewinnen. Oh, Stern bringt mir auch nicht. Blitzwörter wäre schon geiler. Aber, ja, das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen, dass ich hier irgendwas reißen kann. Ich bin Letzter. Letzte Runde, ich bin Letzter. Cool. Ja. Das bringt absolut gar nichts. Ich bin absolut scheiße in der Strecke. Darf ich retryen? Definitiv. Das können wir auch einfach so machen, indem wir auf... Oder ich auf Plus drücke, dann können wir Give Up machen. Yes, und können retry. Und das mache ich jetzt mal kurz. Ich wäre safe Letzter gewesen. Okay, der zweite Try hat funktioniert. Den letzten Blitz bekomme ich. Bin auch nochmal einen Giftblitz gefahren. Ja. Aber es hat für den ersten Platz gereicht. Holy shit. Damit ist DK schon mal. Danke schon, Junior. Jetzt schon mal ein bisschen weiter oben. Leider ist Toad Zweiter. Deswegen muss er mit 6 Punkten rechnen. Ich kann gewinnen. Es wird aber sehr, sehr schwer. Ich probiere trotzdem mein Bestes. Ich kann es ja leider nicht anders. Aber wenn das Spiel halt mich verarscht, so eben kann. Bowser schon wieder, aber Bowser hat mir tatsächlich sehr geholfen. Cool, also auf jeden Fall danke an Bowser an der Stelle. Ich kann hier nicht abkürzen, ey. Der geht's ja gerade so schön, ich könnte abkürzen, aber kann ich nicht. Hier ist es mit dem Pilz echt scheiße. Also wenn du hier einen Pilz kriegst, dann bist du am Arsch. Weil du nicht abkürzen kannst. Stern, ist vielleicht ein Ticken besser.
aber auch. Der Stern. Könnte nicht hilfreich sein, so wie man eben gerade gesehen hat. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Auch das Kurvenverhalten von Donkey Kong Jr. ist absolut scheiße, genauso wie bei Bowser. Ja, also es gibt hier wirklich bestimmte Charaktere, die du einfach nutzen kannst. So. Warte mal, Bowser ist erster, wo ist denn der Toad? Ist der hinter mir? Okay. Der wurde von irgendwas anscheinend getroffen vorne. Ich kann mir aber noch nicht vorstellen, warum. Luigi haut mich einfach von der Bande weg. Ja, wahrscheinlich. Luigi, dein Ernst? Okay, Lab 4. Und ich habe nochmal einen Stern. Das ist zum einerseits cool, zum andererseits aber auch relativ beschissen. Jetzt erst recht. Jetzt bin ich down. GG. Ja, also ich muss das Rennen auf jeden Fall auch nochmal retryen. Cool, ich muss jetzt gefühlt jedes Rennen retryen. Das geht. Und bin jetzt gerade auf jeden Fall siebter. Außer ich kriege einen Blitz, als ich nicht kriege. Ja, so eine Scheiß. So ein Scheiß Pilz. Aber. Ja, GG. Da bin ich gegen Mauer gefahren. Die Mauer machen ja einen nach langsam. Ja, das sehe ich auf jeden Fall jetzt in die Lage an. Cool. Jetzt erst. Ich bin so dumm in dem Spiel. Ja, das werde ich definitiv entscheiden müssen. Wir sehen uns jetzt nach dem zweiten Try wieder. Ach, halt die Fresse du mit deinem Rank out. Okay, auch der zweite Try hat zum ersten Platz geführt. Sehr, sehr knapp, aber egal. Der erste Platz ist meiner, Tod bleibt bei den zweiter. Er muss mal abgeschlagen werden auf einen anderen Platz. Dann hätte ich auf jeden Fall eine reelle Chance. Aber egal, 9 Punkte kriege ich dazu. Dann liegen wir jetzt mit 3 Punkten hinten. Ich glaube sogar mit dem Rennen könnte ich komplett ausgleichen. Dann bleibt uns ja wirklich, dann könnte es sogar reichen. Wenn ich mit den Rennen jetzt komplett ausgleiche, aber ich habe natürlich einen sehr beschissenen Start erwischt. Also ich, was zum Teufel ist jetzt passiert? Ich muss eh das gleich wieder retryen, safe. Was ich ausgleichen kann, wollte ich gerade sagen, aber anscheinend ja nicht. Ich bin echt dumm. Ja, nee, das kann ich nicht ausgleichen. GG. Ich bräuchte jetzt einen Blitz oder sowas, Alter. Aber einen mächtigen Blitz und ich krieg als Achter eine Banane. Also ihr wollt mich doch richtig abspeisen jetzt, oder? Und mir nochmal richtig schön meine Niederlage reindrücken. Naja, was soll ich tun? Digi. Ich bin echt am Arsch jetzt. Also verlieren werde ich das definitiv schon, das kann ich jetzt schon sagen. Also der Retry muss oder ist schon da. Ja, ich meine, guckt euch an, wie weit ich bin. Toad ist eine halbe Strecke jetzt schon vorne. Mehr als eine halbe Strecke. Das könnte mir wirklich nur noch dieser Blitz helfen. Und das auch nur, wenn ich ihn jetzt richtig einsetze. Meine Toad ist leider nicht runtergefallen. Schade. Das hätte so gut werden können mit Toad. Wenn ich den Blitz noch ein bisschen früher hätte eingesetzt habe, dann hätte ich sehr gut Toad komplett wegschocken können. Und er wäre nicht mehr vorne. Aber das wird nicht möglich sein, weil ich einfach so scheiße in diesen Castle fahre. Ich habe halt auch keine Tries mehr, ne? Wenn dieser Try vorher zu Ende ist und ich verliere nochmal, dann habe ich auf jeden Fall verloren. Ach, Cooper, hör auf, mich zu blockieren. Letzte Runde. Ich brauche nochmal einen Blitz. Stern, ist nicht gut. Wo war vielleicht doch, aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwas kann, der Stern. Außer mich weiterhin zurückzufallen zu lassen. Cool. Bin vier. Ja, das war's. Sechster. Damit war's das wohl. Ich muss das nochmal retryen. Ich muss jetzt gefühlt jedes Rennen retryen. Aber ich habe nur 3 Versuche mit dem Retry. Ja. Ich retry das und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh mein Gott, der zweite Try hat auch funktioniert. Ich muss zwar öfter zurückspulen, das mache ich auch immer. Ich spule zurück.
Aber wenn der jetzt das Finale versaut geht, dann... Obwohl, ich habe wieder einen Versuch, sehe ich gerade. Also da könnte Try wirklich wieder funktionieren. Aber dazu muss ich jetzt Erster werden. Toad muss Zweiter werden. Dann klappt es auf jeden Fall. Aber ich sehe es als Niederlage auf jeden Fall ein. Ich hätte es nicht geschafft. Aber ich finde dafür, aber Mario Kart, beziehungsweise Super Mario Kart ist ja auch unfair im, auf dem SNES. Beziehungsweise komplett, das komplette Spiel ist ja unfair, deswegen kann ich da eigentlich nicht böse, also nicht sauer sein so wirklich, weil ich weiß, dass das Spiel unfair ist. Ich weiß, dass wenn ich hier was probiere, dass das sowieso alles wieder schief geht. Ich kann die Charaktere nicht komplett nach hinten schießen. Weil die anderen Charaktere alle wieder vorlassen. Also, ich weiß, dass es auf jeden Fall nicht möglich ist, gegen den Computer eigenhändig und immer im gleichen Cup zu gewinnen. Man muss auf jeden Fall retryen und zumindest auf das Switch zurückspulen. Und das mache ich ja auch momentan schon immer. Aber naja, ich kann es nun leider nicht ändern. Ich würde es gerne, aber ich kann es nicht. Ach, scheiße, ich hätte den Pilz erbeuten sollen bis dahin. Ist die Abkürzung hier. Toad ist auf jeden Fall wieder sehr weit vorne. Das Einzige, was ich vielleicht kriegen könnte, wäre ein Blitz. Den kriege ich aber nicht. Ich glaube, den kriegen wir auch gar nicht so weit vorne auf den Plätzen. Ich glaube, ich hatte einmal oder so einen Blitz im ganzen Let's Play. Oder? Obwohl, nee, es könnte... Geil. Ach, scheiße, ich wollte nicht so spulen. Jetzt seht ihr auch mal, wie ich das normalerweise mache. Ich spule also praktisch zurück bei dem Retry, bis ich es geschafft habe, weil sonst müsste ich 30 mal diesen Cup formen, bis ich das schaffe. Aber naja, ja, damit bin ich down auf jeden Fall. Muss auf jeden Fall den Retry machen. Und ich will euch ja alles zeigen, obwohl Bowser ist Erster geworden. Was zum Teufel? Ja, das war's. Ich bin Achter. Ich muss auf jeden Fall retryen. Damit würde ich sagen, wir machen das mal. Oder ich mache es und werde euch jetzt in die Siegerehrung schicken. Oder die Ergebnisse. So, im zweiten Versuch hat es dann auch endlich geklappt mit haufenweise zurückspulen, dass ich erster Platz bin. Ich weiß nicht, wie oft ich das Rennen gefahren bin, aber ist egal. Okay. Die Aufnahme hat sich beendet. Ja. Und jetzt zeige ich euch die Siegesanimation von Donkey Kong Jr. Okay, sehr komische Siegesanimation. Egal. Im nächsten Part fahren wir mit Koopa. Und dann geht's hoffentlich wieder bergauf. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.